Hallo und herzlich willkommen zu dieser Woche auf Sendung. Ein bisschen verspätet diesmal, aber hier der dritte Teil meiner Zaunreihe. Schon fast gar nicht mehr wahr. Ich müsste so alles angucken und sehe, wie lang das her ist, seit ich das gemacht habe und wie viel in der Zwischenzeit passiert ist. Ja, aber da sind wir eigentlich genau beim Thema. Es ist einfach sehr viel passiert in den letzten 3-4 Wochen. Und deswegen hatte ich nicht so wirklich Zeit und Muße, mich jetzt hier nochmal hinzusetzen. Aber ihr wisst ja, wie das bei mir ist. Ne? Es geht dann immer weiter, wenn es weitergeht. Und jetzt geht's gerade weiter. Schön, dass ihr da seid und zuhört. Mir beim Zaunbauen zuschaut. Und ja, das ist jetzt hier das dritte Video. Ich sehe gerade, dass ich hier noch 1 Stunde 18 Material habe. Also ich denke, das werde ich nicht ausreizen. Vielleicht gibt es auch noch ein viertes Video. Es wird sich jetzt einfach gleich entscheiden. Vielleicht gibt es tatsächlich noch ein viertes Video. Ich wollte eigentlich einen Dreiteiler daraus machen, aber da ist so viel Material zusammengekommen. Er hat auch eine Weile gedauert, ne? Ja, also, was ist denn so passiert in der letzten Zeit? Ich habe ja im letzten Video schon erzählt, dass ich wieder ein Wohnmobil bekomme. Und in der Tat sitze ich in diesem Wohnmobil jetzt gerade auch drin. Und bin schon seit fast 2,5 Wochen. Jetzt auf jeden Fall auf Tour. Aber ja, ich will euch mal erzählen, wie das alles so passiert ist und wie es gekommen ist. Ein bisschen Revue passieren lassen und euch dran teilhaben lassen. Der ein oder andere mag sich eventuell erinnern, dass ich vor 2,5 Monaten, glaube ich, ungefähr, ich glaube, das erste Video dieser Art gemacht habe, wo ich dann erzählt habe, dass ich beim Sensei bin und wo ich den Weg gefegt habe. Und dann so erzählt habe, wie ich da hingekommen bin und dass ich quasi Leben gegen Hand mache. Schon seit Jahren eigentlich und oder Work Away, wie man das auch jetzt auf Englisch nennt. Und dass ich das jetzt eigentlich schon, wie erwähnt, seit Jahren so mache und mich aber wahnsinnig darüber auch freuen würde, irgendwann nochmal eigene 4 Wände zu haben. So. Mein eigenes Zuhause, nicht immer nur bei anderen zu sein. Ja, und auf dieses Video und auf diese Informationen hin, seht ihr, wie gekonnt ich mir da auf die Hand haue, mit der ich den Pfosten... Ach ne, jetzt habt ihr gesehen, dass ich ein Brett in der Hand hatte. Aber es sah fast so aus, ne? Entschuldigung, hab mich ablenken lassen. Ich muss woanders hingucken. Auf dieses Video haben sich dann gleich 2 Leute gemeldet. Und mir eine Möglichkeit geboten, wieder ein eigenes Zuhause zu haben und meine eigenen 4 Wände um mich herum zu haben. Und das war zum einen die Cara, die die Idee hatte, ein Wohnmobil zu kaufen, weil sie gerne eins hätte, aber halt eben keinen Führerschein hat. Und es auch eigentlich nur brauchen würde, wenn ihr mal danach ist, in Urlaub zu fahren. Und dann halt einen Chauffeur braucht. Und so ist quasi, bin ich hier in diesem Wohnmobil. Auch habe ich meinen Hausmeisterjob. Das ist eigentlich auch nichts anderes. Das ist Leben gegen Hand hier. Und im Prinzip habe ich den ähnlichen Job, den mein Freund Aigi, den ihr aus 2020 auch kennt, als Skipper hat. Der halt eben für seine 2 Chefs die Boote das ganze Jahr über pflegt, sauber macht, im Notfall rausholt, Unterboden und sowas macht. Und wenn die dann halt die 2 Wochen
im Jahr dann halt einen Skipper brauchen, die halt eben durch die Gegend fährt. Oder manchmal ein bisschen länger. Ne, bei Kara ist das was länger. Finde ich schön. Hat Zeit genug, öfters mal in Urlaub zu fahren, sodass wir es auch zusammen machen können. Und wir verstehen uns auch sehr gut. Ja, und dann bin ich dann halt eben aufgrund der, ich kann kurz mal erzählen, was so alles passiert ist. Ich habe also sie hat mir halt diesen Vorschlag gemacht, und also ein Wohnmobil zu kaufen, mich dann wohnen zu lassen, dafür, dass ich jetzt zwischendurch mal in Urlaub fahre. Und das Tolle ist halt, dass die Kara halt eben auch Mallorca-Fan ist, und so kam dann halt eben auch gleich irgendwie die Frage, ob wir nicht den Oktober nach Mallorca fahren wollen, Urlaub machen. Da habe ich gesagt, da bin ich sofort dabei. Setz dich aber nach einem Monat einfach wieder in den Flieger und bleib über den Winter auf jeden Fall auf der Insel. Einfach so, weil ich einfach tierisch Heimweh auch nach Mallorca habe und mich einfach tierisch darüber freue, auch nochmal was Zeit mit meinen Freunden da verbringen zu können und auch auf der Insel zu sein. Ich bin da einfach unheimlich gern. Ja, und dann haben wir oben im Norden, wo ich war, habe ich angefangen, nach Wohnmobilen zu gucken. Habe eins gefunden. Das war exakt wie die Serenity. 3 Jahre jünger. Und das haben wir auch gekauft. Und dann hat das aber keinen TÜV bekommen. Also haben wir das Geld zurückbekommen. Und dann war die Überlegung, die Serenity nach Deutschland schiffen zu lassen und die dann hier in eine Werkstatt zu packen und durch den TÜV zu bringen und wieder auf die Straße zu bekommen. Das Problem ist, dass die Serenity nicht startet im Moment und wir wissen nicht, was sonst noch damit ist. Mal gucken, was aus der Serenity wird. Wenn ich irgendwann vor Ort bin, dann kann ich da vielleicht doch noch irgendwas retten, was ich sehr gerne tun würde. Aber das sehen wir dann. Jetzt war es dann auf jeden Fall so, dass das sich irgendwie auch nicht ergeben hat und ich dann erstmal zu Kara nach Herne gefahren bin, weil wir uns gedacht haben, ist wahrscheinlich wesentlich leichter, zusammen ein Auto zu kaufen, wenn man auch irgendwie gerade physisch am selben Ort ist. Ja, und dann bin ich erstmal darunter gefahren. Vorher hatte sich aber als Zweite auf das Video mit dem Gedanken im Kopf, der Bauch braucht eigene Wände oder hätte gerne nochmal eigene 4 Wände. Entschuldigung, also, ich habe ein Bäuerchen gemacht. Sorry. Meldete sich die Yvonne von Mallorca und sagte: Bauchi, ich habe hier eine Finca und du kannst hier unter Umständen einen offiziellen Auftrag haben. Also im Prinzip genau das zu machen, was du auf der Bäcker-Finca machen wolltest, nur halt eben diesmal mit einem offiziellen Auftrag. Und sagte aber, das ist jetzt alles erstmal unter Vorbehalt. Ich weiß noch nicht genau, ob das funktioniert. Aber ich bleib da mal am Ball. Und ich sag so, ja, das klingt ja auch cool. Den Job würde ich auf jeden Fall auch gerne annehmen. Ja, dann bin ich erstmal zur Kara nach Herne gefahren und dann haben wir uns umgeschaut und haben mit der Hilfe von dem Roland, ein Freund von der Kara, auch ein ganz toller Kerl, den habe ich sehr lieb gewonnen, mit seiner Hilfe dann dieses Wohnmobil hier gefunden. Ich blende das jetzt nicht ein. Wer interessiert ist, kann einfach meinen Facebook-Kanal verfolgen oder in Kürze dann auch einfach weiter auf YouTube. Da werdet ihr ausreichend zu sehen bekommen. Aber ich blende es jetzt hier nicht ein. Ich habe eben überlegt, ob ich es machen soll, aber nee, machen wir hier als Teaser. Ne? Und ja, das ist halt der Peacemaker. Ich war mir anfangs nicht sicher, ob es der oder die Peacemaker ist, aber irgendwann meinte er dann, er sei ein Er. Schließlich hieß er ja nicht Peacemakerin. Was? Okay, gegen so eine Logik habe ich dann auch nichts, kann ich auch nichts machen. Ne? Und dann ist es halt tatsächlich ein männliches Wesen, das hier irgendwie mich umgibt, wie ein Schneckenhaus, in dem ich mich wohlfühlen darf und das auch tue.
Ja, und dann haben wir halt das Auto gefunden, haben wir ungefähr eine Woche für gebraucht, dann haben wir noch eine Woche ungefähr gebraucht, das anzumelden, weil es da noch so ein kleines bisschen Schwierigkeiten gab und die Papiere nicht leserlich waren und wir dann erst vom alten Straßenverkehrsamt ans neue Straßenverkehrsamt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung schicken lassen mussten und so ein Blödsinn alles. Ja, aber in der Zeit habe ich dann hier schon mal drin wuseln können, Küche sauber gemacht, Kara hat auch noch mit beim Putzen geholfen, ein paar Tücher über die Bänke gelegt und alles so ein kleines bisschen gemütlicher gemacht. Ja, und 2 Tage nachdem ich das Wohnmobil hatte, meldete sich dann auch, also 2 Tage noch, als wir es gekauft haben, ne, noch, da war es noch nicht angemeldet, meldete sich dann die Yvonne und sagte: Bauch, ich habe den Job für dich. Aber das war natürlich ein Burner. Das war natürlich eine ganz andere, das war eine handfeste Zusage. Das war was ganz anderes, als sie mir 2 Wochen vorher oder 3 gesagt hatte. Ja, dann war das natürlich eine super coole Sache für mich. Ich bin da jetzt quasi Hausmeister, Gärtner und Poolboy gegen Kost und Logis. Und dann gibt es aber halt auch noch Sachen, die saniert werden und repariert werden und renoviert werden müssen und so. Und da kann ich mir dann sogar im Homeoffice quasi, ich kann zu Hause auf dem Grundstück arbeiten. Halt, ne, ich kann in der Casita leben. Also diese Finca hat, also Finca ist ja immer das Grundstück, ne? Für die, die das nicht wissen. Finca ist nicht das Haus, Finca ist ein Grundstück. Und eine Finca muss auch eine bestimmte Größe haben in Spanien, um überhaupt das eine Bauerlaubnis zu bekommen. Und ja, das sind jetzt knapp 3,5 Hektar mit einem großen Haus, das den Besitzern, also wo die Besitzer halt dann im Urlaub drin sind. Und es gibt halt eben eine kleine Casita, ein kleines Häuschen. Und also das hat immer noch 3 Zimmer und eine Küche und ein Bad und eine super geile Veranda und direkt am Pool und einfach toll. Freue ich mich auf jeden Fall schon mega drauf. Und ja, das muss halt eben saniert werden. Das heißt, ich kann mir mein Zuhause für die nächsten 5 bis 10 Jahre, wenn ich möchte, dann kann ich mir das halt eben auch nach meinem eigenen Gutdünken renovieren und schön machen. Und das habe ich auch vor. Ich habe vor, das alles so richtig so ein bisschen hundertwassermäßig zu machen. Innen wie außen. Also, es soll den mallorquinischen Look behalten, hat die Chefin gesagt. Da habe ich gesagt: Ja, okay, das bekomme ich hin. Miró war ja auch auf Mallorca. Dann lachte sie nur. Ja, und ich denke mal, aber wenn sie sieht, was ich da dann mache, dann wird ihr das mit Sicherheit auch gefallen. Und ich fange mal klein an. Und wenn ihr das gefällt, dann werde ich bestimmt die Erlaubnis dann auch bekommen, weiterzumachen. Und mehr dann so zu machen. Und ich möchte halt eben, und das ist zum einen, also da kann ich dann halt auch zu Hause noch Geld verdienen. Also das ist jetzt wirklich einfach das absolute Optimum. Und kann da halt eben sogar dann auch Workaway anbieten. Das heißt, ich kann meinen Freunden, also da werde ich nicht mehr offen einladen. Da wird ich nicht mehr wie auf der Bäckerfinca jeder Hinz und Kunst sich dazugesellen und irgendwas kaputt machen können. Wir werden da, ich werde da, ich bin dann da der Chef. Das ist das, was ich mir für Bäckerfinca nicht ausnehmen wollte. Und den werde ich auch nicht groß raushängen lassen, es sei denn, es ist nötig und jemand macht Stress und gibt mir keine andere Wahl, als ihn wegzuschicken. Und das werde ich dann da auch tun. Ne, aus den Fehlern aus der Bäckerfinca habe ich doch einiges gelernt und bin nicht mehr ganz so blöd, wie ich vorher war. Also da braucht keiner sich irgendwelche Hoffnungen zu machen, dass er da dabei sein kann, den ich nicht kenne. Ich habe genügend Freunde, die Bock haben, da zu sein, um erstmal sowieso den zur Verfügung stehenden Platz belegt zu haben. So, und dafür helfen die mir dann halt eben einfach im Garten oder halt bei den anstehenden Arbeiten.
Einfach 2, 3 Stunden am Tag. Auch für Freikost und Logis. Workaway. Urlaub gegen Hand. Ich mache jetzt Leben gegen Hand, aber ich kann halt Urlaub gegen Hand meinen Freunden anbieten. Und ja, dann brauche ich das auch nicht alles allein zu machen, was natürlich den Vorteil hat, dass man halt eben synergetisch sowieso mit allem wahnsinnig viel schneller ist und einfach viel effektiver ist und viel mehr Output bekommt und dabei halt eben trotzdem nicht vergisst, wofür wir das alles machen. Ja, wo der da gerade so guckt hier, damit ich es nicht vergesse, wofür machen wir das alles? Ne, das dürfen wir halt eben nicht vergessen. Dass wir machen das alles vor allen Dingen, damit wir ein schönes Leben haben. Und zwar nicht irgendwann, sondern im Hier und Jetzt. Kleiner Teaser an der Stelle für die, die hier überhaupt noch dazuhören und dann auch interessiert sind. Einen ähnlichen Job habe ich für einen Interessierten oder zwei oder ein Pärchen in Esslingen, wo auch gern auf unbestimmte Zeit, wenn es passt, ein Garten gemacht werden kann und ein Zimmer dafür zur Verfügung steht und Kost und Logis frei sind für 2, 3 Stündchen Arbeit am Tag. Oder einfach 10 bis 15 die Woche kann man sich ja aufteilen. Ne, ich werde da auch nicht jeden Tag arbeiten. So, das ist genau das, was ich meine. Ne? Ich bin auch auf Mallorca, weil ich da halt eben zwischendurch dann einfach eben den Peacemaker mal einfach entführen will. Und nicht auf der Pinka rumhängen, sondern auf meiner Klippe in Palma oder bei Palma in El Toro. Oder auf meine Freunde besuchen, ein paar Tage da bleiben, auf der Finca stehen und sowas halt eben. Das soll halt eben auch alles nicht untergehen und das soll auch alles machbar bleiben. Und ja. Ach so, das habe ich jetzt noch gar nicht erzählt. Die Karre hatte dann halt eben zwischendurch noch. Und ich habe dann, also ich kann das halt ab September machen. Also hat Karre kurz entschlossen, einfach September und Oktober ihr Yoga Center in Herne zugemacht und ist dann auch erst ab November wieder da und kommt einfach 2 Monate mit mir auf die Insel. Und ja, das klingt alles einfach schon mal mega cool. Ja, und dann bin ich halt eben vor 2,5 Wochen losgefahren. Mit der Kara zuerst noch einen Tag ins Sauerland. Und dann bin ich los in den Süden und auf einem Festival gewesen, das immer noch nachhallt in mir. Ich werde nicht sagen, welches es war. Es würde auch nichts nützen. Ich kann sagen, welches es war. Aber ihr werdet im Internet nichts darüber finden. Das war das Asamska Festival. Und seitdem ist auch bei mir ist das so eine Lebenseinstellung geworden. Asamska ist für mich auch ein Adjektiv geworden. Es fühlt sich hier sehr Asamska. Oder das schmeckt Asamska. Oder das riecht Asamska. Weil das für mich ein ganz bestimmtes Gefühl war von Ruhe und Umgebensein von seinesgleichen und einem Umgang, wie der eigentlich in 2020, in 2020 beschrieben ist. Entschuldigung, da geht mir gerade die Stimme weg, weil es halt eben einfach so, ja, es war einfach so liebevoll und rücksichtsvoll und respektvoll, wie man miteinander umgegangen ist. Und das ist genau das, das will ich auf der Finca. Das habe ich auch gesagt. Ich will dieses Festival, dieses Feeling. Das ist für mich kein Zufall gewesen. Ich bin da eingeladen gewesen. Und das ist auch der einzige Weg, wie man da überhaupt hinkommt. Wenn man von Leuten, die da eh schon zu dem Zirkel gehören, eingeladen wird. Und ich hatte die große Ehre, eingeladen zu werden und dabei zu sein. Und das war einfach schön. Es waren einfach, keine Ahnung, vielleicht 100, 150 Leute auf diesem Festival. Das dann aber 5 Tage lang. Und ja, das war einfach unbezahlbar. Einfach mega, mega schön, inspirierend, berührend. Und das ist eigentlich genau das. Einen solchen Ort, einen solchen Healing Space, wie wir ihn da auch hatten, den möchte ich eigentlich auf der Finca schaffen. Das ist eigentlich das, was ich auf der Bäcker Finca auch schon wollte, aber
Ne? Ich musste erst mal lernen, Bauch, das kannst du nicht mit jedem machen. Da brauchst du ganz bestimmte Leute für. Da musst du Leute für haben, die da auch entsprechend mitschwingen und nicht völlig anders. Und ja, das werde ich halt eben einfach überhaupt gar nicht mehr zulassen, dass da sich irgendjemand bewegen kann, der da gerade nicht mitschwingt. Aber das werde ich dann alles auch noch dokumentieren. Und vor allen Dingen wird es eins nicht mehr geben. Interna. Es wird vor allen Dingen, wenn es Stress gibt, nicht so, ne, das war ja einer der großen Fehler, die ich da auf der Bäckerfinca gemacht habe, dass ich mir von den Leuten dann habe gesagt, ja, das ist aber was Internes, das geht aber da draußen keiner an, und mich wirklich davon abhalten habe lassen, euch zu erzählen, was da wirklich passiert. Und das werde ich nie wieder tun. Das war einer meiner allergrößten Fehler da, weil hätte ich das getan, dann wäre das alles gar nicht so möglich gewesen. Ich weiß, dann wären Leute zur Hilfe gekommen. Und da wäre das für die auch alles gar nicht so möglich gewesen, wenn die gewusst hätten, dass es eh rausgeht. So. Ja, und das war sehr dumm von mir. Und den Fehler werde ich definitiv nicht mehr machen. Ja. Ja, und so sieht das alles jetzt aus. Und jetzt bin ich nach dem Asamska Festival, bin ich dann halt eben zur Chefin gefahren, also zur Besitzerin der Finca. Die halt eben in Esslingen wohnt und da auch eben einen weiteren solchen Job zu vergeben hätte. Da werde ich jetzt auch im Facebook noch was zu schreiben, damit nicht jeder Interessierte auf diese Stelle hier angewiesen ist. Ich kann mir mal gerade die 2138 merken, wo ich davon rede, damit ich es im Video vernetzen kann. Aber das ist halt eben, wer da auch noch Interesse dran hätte, in Deutschland ein Wohnen oder Leben gegen Hand für unbestimmte Zeit erstmal zu angeln, bitte Privatnachricht an mich. Ich blende hier mal an dieser Stelle meine E-Mail ein. Kleinen Moment. So, bitteschön, da ist sie auch schon. Ja, meldet euch bitte bei mir und dann kann ich erstmal kurz das Grobe abchecken und wenn es passt, für mich vom Gefühl den Kontakt weitergeben. Und dann macht ihr den Rest bitte selber mit der Chefin aus. Ja, ne? Und das ist halt im Prinzip auch was, was ich auf der Bäcker, die ist ja sowas von uninteressant, die Bäckerfinker, auf der Finca dann halt machen kann, unter meinen Leuten. Es ist halt eben ein offizieller IHR-Auftrag und ich werde das IHR einfach wieder reaktivieren, respektive einfach wieder nochmal neu verpacken. Wir bekommen ein neues Logo und eine neue Like-Seite, vielleicht auf Facebook, beziehungsweise machen die alte mal neu und so und aktivieren das ganze Ding einfach nochmal. Weil was meine Freunde, die mir dann halt eben Workaway-mäßig auf der Finca dann auch helfen kommen, halt bei mir auch machen können, ist quasi eine IHR-Einführung, Schulung, nennt es wie ihr wollt, aber dann seid ihr ausgebildete IHR-Agentin. Und wisst, worauf es ankommt und vor allen Dingen, wie man das Netzwerk dann halt eben nutzt, wenn ihr auf eurer Finca dann Hilfe brauchen könnt. Und das ist es halt. Wie bekommen wir dann die eigene Finca? Das ist halt eben, ne, ich möchte dieses Grundstück zu einem Vorzeigegrundstück machen, wo man halt einfach sehen kann, was das IHR eigentlich macht. Vielleicht im Extrem, aber es muss ja gar nicht so sein. Aber ne, dass wir auf jeden Fall eben auch von anderen Finca-Besitzern, die da Hilfe brauchen können, weil ihr Grundstück anfängt zu verfallen. Und das ist halt eben das, was diese Finca gerade mit der Bäcker-Finca gemeinsam hat. Nur dass halt eben der Verfall erst vor 2 Jahren angefangen hat, weil halt eben die letzten 2 Jahre es einfach nicht bewohnt war. Und das ist halt eben auch das Coole. Jetzt braucht die Chefin halt eben auch keine Angst mehr vor Besetzern zu haben, weil sie hat ja das IHR im Haus. Das heißt, wir leben dann darin. Das ist noch was ganz anderes, als wenn die Trablisa da, also der örtliche gängige Sicherheitsdienst, da nach dem Rechten schaut. Ja.
Ich muss mal gerade die Aufnahme kontrollieren, weil irgendwie stimmt hier das, oder? Moment mal, ich muss, doch, die ist nur weiter unten, das ist klar. Warum ist das so? Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Die eine Spur ist gerade eine Zeile runtergerutscht, deswegen habe ich sie nicht gesehen. Alles klar, wunderbar, super. Ja, und ne, so ist das dann halt eben, dass ich natürlich dann meinen Freunden, die dann bei mir als Workaway arbeiten und dann auch gerne einen Auftrag, einen eigenen Auftrag hätten, auf die Weise dann helfen kann, an Aufträge zu kommen, dass die halt eben auch ihre eigene Finca da haben, die sie betreuen können, auf der sie halt aber auch leben können. Ja, und so die Idee einfach noch mal ein bisschen zu verbreitern, die wir halt eben auf der Bäckerfinca schon verfolgt haben, nämlich halt eigentlich die Land und Wohnraum haben, den sie gerade selber gar nicht vorm Verfall retten können, mit denen zusammenzubringen, die gerade mit ihren ganzen Familien in einem einzigen Zimmer leben, weil sie sich keine Wohnung mehr leisten können bei den explodierenden Mietpreisen auf Mallorca. Und wahrscheinlich nicht nur auf Mallorca, das muss nicht auf Mallorca begrenzt bleiben, aber da fangen wir jetzt einfach mal an. Und halt eben dafür sorgen können, dass es eben nicht verfällt. Ne, das ist eine Win-Win-Situation, da hat eigentlich jeder was von. Und selbst wenn jetzt jemand die Logie nicht bezahlt, die Kosten nicht übernehmen kann und sagt, ich kann die freie Logie bieten, wie ich das halt auf der Bäckerfinca auch nur konnte, da konnte ich nicht eben, auch wenn einige Leute meinten, das sei mein Job da, andere durchzufüttern, nee, da braucht man erstmal selber Geld für. Und wenn jetzt halt eben Geld Mangelware ist, für 2, 3 Stunden Arbeit keine Miete zahlen zu brauchen am Tag, die man sich dann auch noch irgendwie aufteilen kann, also Miete, wenn es nur Miete, also ne, bei uns ist es eigentlich so, dass wir das Angebot machen, 2 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, am Wochenende wird nicht gearbeitet, gar keine Frage, steht außer Diskussion, es sei denn, man hat da gerade voll Bock drauf, macht man das dann halt. Aber also 10 Stunden die Woche für freie Logis und 15 Stunden die Woche für freie Kost und Logis. So, und wenn jetzt halt jemand keine Kosten bezahlen kann, die Verköstigung nicht übernehmen kann von irgendjemandem, der selber kein Geld hat, dann ist das für das IHR natürlich auch gar kein Problem, weil wenn man da im Prinzip nur 10 Stunden in der Woche für seine Miete da zu Hause abarbeitet, ohne irgendwo hinfahren zu müssen, dann hat man eigentlich noch genug Zeit, noch irgendwas anderes zu machen. Wo man sich ein bisschen Geld für die Kost halt selber noch verdienen kann. Und viel mehr braucht man ja auch gar nicht. Und Strom und sowas sollte natürlich normalerweise dann auch der Besitzer übernehmen. Aber das macht man halt eben so, wie es ist. Ne? Bei der Bäckerfinca hat auch keiner Strom übernommen. Da haben wir uns den dann halt eben selber dahin gebastelt. So einfach. Ne? Man muss, wir sind halt eben, wir haben so einen gewissen Pioniergeist auch in uns, der uns halt eben, ne, man muss immer Fuchs bleiben, hat der Roland immer gesagt. Ne, ein bisschen Fuchs. Ne, wenn du Fuchs bist, dann findest du schon eine Lösung. Und das ist eben das Coole, was wir als IHR halt eben all diesen Grundstücksbesitzern halt eben auch anbieten können. Wenn derjenige, der auf deine Finca aufpasst, mal Hilfe braucht, dann steht ihm das gesamte Netzwerk zur Verfügung. Mit Rat und Tat. Und wenn dann im Garten mal bei irgendwem mal gerade was passieren muss, dann ist es gar kein Problem, dann auf einmal da irgendwie mal kurz 10 Leute für 1 oder 2 Nachmittage zusammen zu trommeln, die dann gern da auch mal kurz im Zelt übernachten und am nächsten Tag noch weitermachen. Und wenn man mit 10, 15 Leuten mal 2 Tage im Garten gemacht hat, dann glaubt man nicht, was da alles passiert ist. Vor allen Dingen nicht, wenn man das normalerweise gewohnt ist, seinen Scheiß allein zu machen. So, und dieses Netzwerk steht halt eben dann da und zur Verfügung. Ja, und wer sich dafür interessiert, der sollte sich einfach ein bisschen weiter dafür interessieren, so, ne? Und ja, man kann sich ja auch mal kennenlernen. Also, ne, ich war da eben sehr harsch und habe gesagt, so, da braucht keiner zu Besuch zu kommen, den ich nicht kenne, so, aber ne, vor allen Dingen nicht für über Nacht respektive Wochen oder Monate.
Aber sich mal irgendwo ein Stündchen auf zwei irgendwo am Strand zu treffen und mal kennenzulernen, mal zu beschnuppern und mal zu gucken, wie die Leute ticken. Und dann kann man ja auch einfach, ne? Und ich habe auch kein Problem gegen Besuch über ein paar Stunden auf der Finca. Ne? So, aber es soll halt alles, ihr versteht den Rahmen, glaube ich. Ich glaube, der ist relativ leicht verständlich, selbst für Leute, die nicht meine Erfahrung gemacht haben. Ne? Glaube ich. Wenn nicht, dann könnt ihr ja einfach Fragen, die ihr habt, einfach in die Kommentarleisten. Also dafür ist die Kommentarfunktion halt einfach sehr praktisch. Ne? Wenn ihr schon Fragen habt, dann beantworte ich die auch sehr gern. Auch wenn ich im Moment, ja, ich bin nicht so viel im Internet gerade und bekomme teilweise das dann auch nicht mit. Ich lese ständig jeden Tag die Kommentare nach. Im Notfall schreibt mir bitte auch einfach eine E-Mail an die eben eingeblendete Adresse, die ich auch gerne in der Videobeschreibung nochmal da reinschreiben kann. Ja. Also es soll halt eben so, aber das eben nicht ab September, sondern das wollen wir im Prinzip so dann ab nächstes Jahr. Ich will jetzt erstmal ein bisschen, ein paar Monate einfach auch Zeit und Ruhe für mich haben und das in Ruhe angehen lassen. Und wenn das dann nächstes Jahr dann halt eben so ist, wie ich mir das vorstelle, dann gehen wir damit raus und dann machen wir es ein bisschen größer und dann kultivieren wir einfach einen solchen Lifestyle unter denen, die da Bock drauf haben. Und wie gesagt, das ist halt eine Win-Win-Situation. Es hat jeder Beteiligte was davon, wenn man sich ein bisschen ja, an ganz simple Regeln hält. Ne, die halt, das sind die vier vier goldenen Weisheiten. Alles ist eins, zu finden unter www.les2020.de. Mehr sage ich nicht. Ich tease heute gerne. Aber auch das wird, ne, wenn ihr nicht wisst, worum es geht und welche Regeln das sind, die sind ganz einfach. Wir hatten sie im Prinzip schon auf der Bäckerfinca, hat es nur keiner dran gehalten, weil sie nicht begriffen haben, wie es geht. Oder es ihnen einfach scheißegal war, beziehungsweise einfach sowieso, sie wollten mich ja da raus haben. Und dann waren natürlich meine Regeln einfach scheiße, also hat man sich ja aus Prinzip nicht dran gehalten. Das aber soll in der Zukunft nicht mehr mein Problem sein, wer sich da nicht an diese simplen Regeln hält. Ist disqualifiziert, ganz simpel, fliegt raus, boom, Ende aus. Und da diskutiere ich auch gar nicht mehr großartig lang. Auf meiner Finca wird das so sein. Wer da irgendein Problem hat, der kann einfach gehen. Wem es da nicht, es ist mein Zuhause. Ne? Wem das da nicht gefällt, der kann einfach gehen. Ne? So, also das ist noch nicht mal böse gemeint. Aber da ist die Tür. Wenn es dir nicht gefällt, dann geh einfach. Such woanders dein Glück. Aber Stress werde ich mir da definitiv nicht geben. Das ist mein Zuhause jetzt. Und das wird auch ein Zuhause sein. Das wird ein Ort der Ruhe sein, wo ich meine Ruhe finden kann und meinen Garten lieben und pflegen und hegen kann. Und vielleicht auch nochmal ein Hündchen habe. Und vielleicht auch irgendwann eine liebe, nette Frau, mit der das mit den Kindern vielleicht auch mal klappt oder so. Ich würde mich ja immer noch freuen, wenn das irgendwann mal hinhaut. Platz ist auf jeden Fall da. Mal gucken. Es wird auf jeden Fall so ein Game Changer für mich. Es wird auf jeden Fall wird es jetzt ein bisschen anders gehen als die letzten Jahre. Vor allen Dingen sehr erweitert. Ne? Da war ich die ganze Zeit im Zuhauto und jetzt habe ich ein Zuhauto unten zu Hause auch. Und das alles dann auch auf Mallorca und das alles unter den Umständen und frei und ja, gibt es auch keine Verträge oder so. Ne? Ich habe keinen Vertrag mit der Chefin oder so. Das ist eine Herzensangelegenheit. Und wer das nicht versteht, der gehört sowieso nicht zu unseren Truppen. Das ganze IHR ist eine Herzensangelegenheit. Und wer da irgendwie anderen Profit rausholen will, der ist da eben einfach falsch. Da geht es einfach mal vor allen Dingen darum, irgendwie mietfrei zu leben. Und Lebensraum nicht verfallen zu lassen. Ja, so, ich sehe jetzt gerade, dass wir ungefähr bei der Hälfte meiner Zeit angekommen sind. Also ich bin jetzt hier bei knapp 34, 35 Minuten. Von der Stunde 18. Also ich würde mal vorschlagen, ich lasse das jetzt hier noch gerade so ein kleines bisschen auslaufen und dann
Irgendwas fällt mir bestimmt gleich noch ein, das ich auch noch sagen will. Aber dann wird es aus der Gartenzaunreihe noch ein viertes Video geben. Das sieht hier gerade auf jeden Fall so auf dem Bildschirm so aus. Ja, Gartenzaun und Geduld. Ne? Geduld ist das, was mich jetzt letztendlich dazu gebracht hat, das alles zu haben. Geduld, eiserne Geduld und ein eisernes Vertrauen darin, dass die nächste Gelegenheit kommt. Und ich kenne es nicht anders. Wenn das Universum mir irgendwas nimmt, dann gibt es es mir verbessert zurück. Aber es ist immer eine Geduldsprobe. Und diesmal musste ich 4 Jahre Geduld aufbringen. Und bin dankbar dafür, dass mein Geduldsfaden das hergibt. Ja, man muss einfach wissen, was man will, daran glauben, eisern glauben. Das ist das, was auch Jesus immer gesagt hat. Deine Glaubenskraft ist das Wesentliche in deinem Leben. Dein Glaube ist das, was dich heilt und auch krank macht. Und ich wusste einfach immer, ich habe es einfach gefühlt, ich wusste das, dass ich irgendwann eine Gelegenheit geboten bekomme, durch die sich das alles wieder ergibt, wo ich eine neue Möglichkeit habe, aus meinen Fehlern gelernt zu haben und es anders anzugehen. Und ja, dann kommt es auf einmal. Das war aber auch die Zeit, wo ich dann auch losgelassen habe und wusste so, hey, ich bin wieder auf Kurs und auf einmal kam es alles wieder. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr darüber. Ich kann das nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich auf Mallorca freue, um meine Freunde da nochmal zu sehen, endlich, die ich jetzt auch alle seit über 2 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und wie unendlich dankbar ich dafür bin, wie sehr ich das zu schätzen weiß, dass quasi das, was ich gerade gesagt habe, dieser Glaube, dieses Vertrauen berechtigt war, dass ich jetzt in der Materie erleben darf, was vorher nur ein Hirngespinst war. Und ja, ich freue mich unendlich drauf. Das wird eine hammergeile Zeit auf jeden Fall. Und mal gucken. Ich mache das, wie gesagt, nicht dafür, dass ich da irgendwann. Ich mache das nicht, um meine Altersvorsorge zu betreiben. Ich werde diese Finca irgendwann wieder verlassen. Ich werde die Insel irgendwann wieder verlassen. Mit einem Segelboot. Das steht immer noch aus. Und dann werde ich erstmal in die Karibik fahren. So, und vielleicht wird dann keine 10-jährige Weltreise daraus, aber ich will mit ausreichend Zeit noch ein bisschen um die Welt segeln. Ja, vielleicht habe ich bis dahin Frau und Kinder, die dann am Bock haben, das mitzumachen. Das wäre das Allerschönste. Oh, jetzt fange ich wieder an zu träumen, ne? Ja, die richtige wird schon irgendwann kommen. Da habe ich auch mittlerweile keinen Stress mehr, sondern einfach Vertrauen. Ich weiß, dass es die gibt. Ich weiß, dass es dich gibt da draußen. Und ich freue mich auf den Tag, wo wir uns über den Weg laufen und ab dann ein sehr langes Stück gemeinsam gehen. Ich weiß das einfach. Ich fühle das. Ich fühle das kommen. Ich glaube daran. Ich vertraue darauf. Es gibt keinen Zweifel. Es gibt keinen Grund mehr, nach dir zu suchen. Oder dir hinterher zu rennen. Ich weiß, dass wir uns irgendwann gegenüber sitzen und es einfach beide wissen. Ja, und bis dahin lebe ich mein Leben und hole das Maximum daraus, damit du auch, wenn du vor mir sitzt, die beste Variante von mir zu erleben bekommst. Ne? Ja, generell sowieso gilt für jeden. So, das. Ist einfach meine Verantwortung, ne? Mein Leben zu leben. Eine andere kann ich leider nicht übernehmen, weil es keinen Sinn ergibt, weil das Leben von jemand anderem, das ist, ach ja, da sind wir wieder beim Thema Verantwortung, aber da kann ich dann vielleicht einen vierten Teil drüber zu machen, wenn es mir nicht zu müßig ist. Hier sind wir jetzt langsam am Ende dieses Videos angekommen. Danke, dass ihr noch dabei seid. Freut mich.
für die, die es noch sind. Das weiß ich auch zu schätzen. Auch das macht mich sehr glücklich und dankbar. Ne? Wie gesagt, ich habe lieber euch als ganz viele und weiß aber, dafür habe ich Leute, die sich jetzt nicht darüber aufregen, dass dieses Video aber 40 Minuten lang ist. Und die Geduldsspanne einfach nicht aufbringen, sich ein 40 Minuten langes Video anzugucken, wo jemand einen Zaun baut oder in diesem Fall Betonklotz aus dem Boden buddelt. Und ich kann euch sagen, das hat auch ein kleines bisschen Geduld gekostet. Geduld ist echt was Geiles. Ich wünschte wirklich, man könnte das irgendwie an jedem Kiosk kaufen für 2,50 €. Aber viel geiler ist eigentlich, man braucht gar nicht zum Kiosk zu laufen und braucht auch keine 2,50 € zu bezahlen. Man muss einfach Geduld aufbringen und dann lässt sie sich trainieren wie ein Muskel. Und das Coolste, um dahin zu kommen, ist einfach sich selber, ich habe die nötige Geduld, kein Problem. Ich kann so lange warten, wie es nötig ist. Ja. Danke. Und bis bald. Ich lasse das hier jetzt mal so stehen. Und sag mal einfach Tschüss und mit F natürlich. Ne? Bis zum nächsten Video. Habt euch lieb. Lasst es euch gut gehen. Und bis bald.